Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast im Direwolf 20 Pack mit mir, Rojo. Und es freut mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie man jetzt schon klar sieht, habe ich schon ein bisschen was gemacht, ein bisschen Holz verarbeitet. Wir räumen erstmal das ganze Zeug jetzt hier weg, was wir jetzt gerade mal nicht brauchen. Ja. Ich muss mich gleich hier noch entschuldigen, dass da zwei Folgen halt fehlen vom ersten Umzugstag und so. Mir ist da halt ein Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich von einer falschen Festplatte Dateien weggelöscht, um Platz zu schaffen. Und ja, leider waren es halt die zwei Videos, die ich unwiderruflich nicht wiederholen konnte. Ja, shit happens, sage ich da nur. So, jetzt habe ich hier nirgendwo Platz mehr drin. Gut, dann nehmen wir das hier raus und tun das rein. Achso, ich habe hier noch feste Holzbretter. Okay, ja. Wie gesagt, tut mir leid, dass euch den Weg zu unserem neuen Zuhause, zu unserer Lagune, nicht zeigen konnte. Unseren Tempel. Ja, passiert halt nun mal. Niemand ist perfekt, vor allen Dingen ich nicht. Ich bin sowas von unperfekt. Ja, also, was machen wir? Wir wollen weiter. Wir wollen unseren Umzug fertig machen. Auf jeden Fall. Und habt dann schon gesehen, die Sachen muss ich umstellen. Wo steht die Sonne? Gut, schaffen den Weg nach zurück. Und ja, das wird jetzt auch die letzte Aufnahmestaffel mit Fraps sein. Dann gehe ich auf ein neues Programm. Muss ich noch schauen. Interessant. Gut, ja. Also weiter geht's. Wir versuchen unsere Habseligkeiten von Punkt A zu Punkt B, also zu unserer Lagune, zu bringen. Und dann machen wir, ja, ein bisschen Hausbau, damit wir ein schönes, ansehnliches Wohnhaus haben. Und fangen dann an, ja, ich fange dann an, ein bisschen Industriekraft zu machen. Also, oder überhaupt Maschinen zu craften. Unsere Kleidung. Wir haben leider noch keine Kleidung, die werde ich natürlich nebenbei auch noch craften. Die Wolle ist ja jetzt, glaube ich, vorrätig. Haken dran. Ja. Gut, das ist Punkt 1. Ja. Gibt es jetzt noch irgendwelche wichtigen Themen? Ja, warte mal. Entschuldigung für die fehlenden Aufnahmen. Check. Weitere Projekte habe ich auch jetzt schon erzählt. Den Zauber haben wir ja. Ach ja, ich muss ja jetzt langsam anfangen, andere Zauber zu craften. Habe ja schon Magie Level 13. Traumkraft, ja. Das machen wir auch nebenbei noch. Aber erstmal müssen wir eine ordentliche Energieversorgung hinkriegen. Das heißt, ich muss ja mich erstmal um Holzversorgung kümmern. Ist natürlich das Tropenholz am Anfang recht nett, weil da kriegt man das meiste raus. Ich muss bloß halt schauen, welche Energieart ich nutzen möchte. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch so viel einen Überschuss haben. Gut. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal der Umzug dran noch. Das Wichtigste nehme ich jetzt da noch mit. Ich werde so eine kleine Zwischenstation dort noch haben. Erst einmal, bis ich das Grundlegendste alles fertig habe. Ja, wir müssen halt noch Diamanten suchen. Da habe ich jetzt noch keine. Ich will in den Twilight Forest rein. Und dafür braucht man ja leider einen Diamanten, um das Portal zu öffnen. Bin ich wieder zu weit? Nee.
Nochmal weiter nach Süden. Ja, ich habe jetzt auch schon das erste Testvideo von Twin Fever hochgeladen. Das war am Montag als Ersatz für eine der fehlenden Aufnahmen. Ja, leider ist es nur eine Folge gewesen. Ich hätte das zwar schnippeln können, aber das dachte ich mir, zweimal 10 Minuten Folgen, ein bisschen blöd. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Werde ich jetzt bestimmt gleich dran denken. Was brauche ich denn jetzt alles wichtig? Das habe ich alles mit. Das lasse ich jetzt auch erstmal alles hier. Eigentlich nehme ich die Nahrung mit. Und die Trockenregale. So. Dann, also wichtig, Pflastersteine brauche ich. Und, ne, wo ist es denn? Sehe es gar nicht. Das nehme ich mal raus, das nehme ich raus. Ist das auch schon rübergeschleppt? Gut, dann ist es schon drüben, das ist ja nicht. Nein! Ich habe keine Waffe. Gut, das war jetzt ein Enderman. Da ist er. Und er ist weg. Ja gut. Da kann ich jetzt gerade nichts machen. Was haben wir hier? Wir haben noch ein bisschen drin. Da heißt das, ich kann noch mal was reinschmeißen. Was scheiß drauf? Ne, warte mal, wenn ich das jetzt mal reinschmeiße, verbindet sich das. Und das will ich ja nicht. Gut. Dann mache ich jetzt einfach alles hier raus noch. Warum mache ich das so? Leute, aus Enderman. Geh mir nicht auf die Nüsse. Komm mal her. Das hast du dich wieder verkrümelt, du Sau. Das kann ich ja mal leiden. Das kann ich erstmal hier lassen. Das kann ich auch erstmal lassen. Den Ofen nehme ich erstmal mit. Ah, da ist ja noch was drin gewesen. Dann muss ich jetzt irgendwas rausnehmen. Die Spinnaugen brauche ich jetzt erstmal nicht. Gut. Dann heißt das erstmal wieder zurück. Schablone für Barren nicht vergessen. So, jetzt muss ich das natürlich innerhalb kurzer Zeit schaffen, weil es fängt nämlich langsam an wieder zu dämmern. Dann wird es sonst ja wieder zu dunkel. Und dann kann sich der Enderman da ein bisschen austoben. Ja, vielleicht heute Abend werde ich noch ein weiteres neues Projekt aufnehmen mit. Nee, aufnehmen werden wir es jetzt wahrscheinlich noch nicht. Wir werden es erstmal die Aufnahmen testen, alles so bla bla bla. Mit einem, ja, in meinen Augen großen YouTuber schon, obwohl er noch nicht so viele Abos hat, aber in meinen Augen ist er halt sehr, sehr groß. Das ist Karten1990, werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung diesmal verlinken. Und Loxion wird wahrscheinlich auch hoffentlich dabei sein. Und noch einige andere. Da muss ich aber erstmal gucken, ob die überhaupt YouTuber sind. Die gehören halt alle zu Karten. Und ja. Wir wollen ein Projekt starten, und zwar Gary's Mod TTT. Und ja, wenn das alles heute, die Probeaufnahmen, wenn die heute gemacht werden, gut laufen und so, könnt ihr euch schon mal freuen, weil es Aufnahmen über Karten gibt. Vielleicht werde ich auch gleich nebenbei noch mit aufnehmen. Und es wird über Profi-LP, der Profi-LP über Twitch. Werde ich natürlich auch in der Beschreibung verlinken. Ein Livestream geben nebenbei, und vielleicht wird noch Loxion nebenbei Livestream. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Das steht alles noch offen. Aber das wird dann erst
nach den gelungenen Probeaufnahmen passieren. Vielleicht werden die Probeaufnahmen auch schon zu reellen Aufnahmen gemacht. Wird sich alles herausstellen. Ja. Und ich freue mich jetzt schon drauf, weil Gabby's Mod TTT recht interessant ist. Das ist, werden wir alles dann später. Also viele kennen das jetzt. Jetzt wird es wahrscheinlich auch schon zu dunkel für euch hier. Aber warum? Ich habe das doch alles auf hellster Stufe. Warum ist denn das immer noch so dunkel? Gut, jetzt ist es noch so, dass mir gerade die Sonne ein bisschen auf dem Display scheint. Und ich hätte doch vorher noch ein bisschen schlafen sollen, dass es wieder hell wird. Naja, gut, müssen wir jetzt hier im Dunkeln durch. Ihr müsst dann jetzt mal damit leben, dass ihr nur noch meine wunderschöne, zarte Stimme hört und das Interface so ein bisschen hier, die Hotkey und so. Ja, ich höre euch. Aber gegen meinen Hammer habt ihr nichts auszurichten. So, und ja. Wie weit ist denn das jetzt hier noch? Ist das so weit? Na gut. Aber da kann man sicher sein, dass es schon dunkel ist, dass ich mich auf jeden Fall schon mal ins Bett legen kann. Außer es sind jetzt schon Zombies da oder sowas in der Art. Was ich nicht hoffe. Toll. Da haben wir schon mal das erste Skelett. Achso, Knochen kann ich gerade nicht noch sammeln. Ich bin ja voll. Wegen Umzug und so. Gut. Das Skelett konntet ihr zwar jetzt nicht sehen, ich versuche euch ein bisschen was zu erzählen. Es ist dunkel, da ist ein Baum, da ist ein Baum, da ist ein Zombie, da ist ein Baum, da ist es dunkel und wir sind auf unserer Lichtung. Und wir legen uns schon mal schnell hin, damit die Sonne scheint. Ja, und wir haben jetzt, ich habe ja Truhen mitgenommen, gleich mal sicherheitshalber und so. Da drin. Und schon mal alles hier rein. Ja, das nehme ich wieder mit. Erst einmal. So, rein. Alles weg. Das, was jetzt hier drin ist safe. Hoffe ich. Nehme ich mit wieder. Weg. So, was hat denn der in der Hand? Ein Schwert. Okay. Ich hab einen Hammer. Schablon. Wo seid ihr? Ja, nicht. Gut. Ja, ich werde wahrscheinlich hier den Bunker dann. Ja, hier kommen wir raus aus dem Wasser. Dann kannst du dich besser verhauen. Das ist, denke ich mal, hier drinne. Genau. Die muss ich wieder mitnehmen. Bist du endlich außer Wasser? Nein. Hier hast du den ersten Kopf. Schlag, Beatbanger, keine Ahnung, whatever. Bist du endlich draußen? Nein. So, jetzt bist du tot. Punkt. Ist da noch was? Nein. Gut. Ich muss ja noch mal ein bisschen was umbauen. Weil mir das gerade so nicht passt. So, was haben wir denn hier? Die Werkstation, die kommt dahin. So, was haben wir denn hier noch? Ich brauche den Schablonenstanzer und das Ding. Schablonenstanzer kommt dorthin, dann kommt das Ding dorthin, da kommt dann der Metalltisch hin. Wo ist der Metalltisch? Den habe ich, glaube ich, auch schon mitgebracht. Der ist da unten drin, hoffe ich. Ja, da ist er. Alles. Hier in dem Bereich dann. Wir sind hier noch so viel grün. Weg damit, das nervt. Grün nervt. So. Wir breiten uns in die Richtung da noch aus. Grün weg. Achso. Gut. Was haben wir denn hier? Das ist alles Fichtenholz. Habe ich eigentlich Fichtensetzlinge? Fichtensetzlinge, komm. Achso. Schablon mal wegräumen hier, so. Plups. Die bleibt da, die brauche ich ja, die muss ich mitnehmen. Die tun wir erstmal da nochmal rein. So, das ist dort. Fichtenholz haben wir noch. Super. Kann man mal ein bisschen
am Haus noch ein bisschen rumfeilen. Ich wollte das so. Achso, da kommt erstmal dort noch so ein Ding hin. Ah, das muss an Höhe jetzt reichen. Sieht zwar jetzt ein bisschen blöd aus, aber ist egal. Ich muss ja da in dem Haus jetzt hier so leben. Dann kommt dort Glas hin. Gut. Ach nee, Mu. Das muss ja. Muss ja wieder weg. Na gut, machen wir nachher. Okay. Ach, die habe ich da drüben. Na gut. Da sind noch Schablondinger drin gewesen. Die können die Stanzdings rein. Schwupps. Okay. Wo haben wir es denn? Hier haben wir nichts. Dann ist es drüben drin. Und zwar will ich jetzt ganz schnell das mit der Wolle und so machen. So, und fürs Erste brauche ich die Wolle, die Fäden. Die Fäden machen wir natürlich zur Wolle. Schwupps. Oh, eine Wolle fehlt mir noch. Graue Wolle, okay, haben wir. So, das brauche ich jetzt erst einmal nicht. Die nehme ich gleich mal auch wieder mit. Das ist Erde, die brauche ich nicht. Dies brauche ich nicht. Was haben wir hier hinten? Da ist es doch. Ja, genau. Noch mehr Wolle. Gut, nehmen wir mit. Die helle blaue Farbe brauche ich. Das mit Eisenblöcke habe ich drüben drinne. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Da ist das. Das nehme ich mit. Steinziegel will ich. Lass ich erstmal hier drinne. So. Ja. Gut. Also das bauen wir nachher noch ein bisschen besser aus. Also machen ein bisschen Platz und so, mehr Licht rein. Aber vorwiegend will ich jetzt erstmal. Ach ja, ich habe hier die Werkzeugesse hergestellt und daneben eine Werkstation und schon connected die mit der Werkzeugesse und schon können wir dann später unser Werkzeug hier reinschmeißen und drumherum Lapsis oder so und dann kann man das besser. Jetzt habe ich den Faden verloren. Besser upgraden. Genau. So, machen wir erstmal hellblaue Wolle, hellblaue Farbe, hellblaue Wolle. Gut. Ich brauchte, das habe ich ja alles schon ein bisschen vorbereitet, hoffe ich. Eisenblock ist hier drinnen? Nein. Pflastersteine? Nein. Doch, Pflastersteine? Ja. Schwarze Farbe? Ja. Werdet ihr gleich alles sehen. Das tun wir da rein. Gehen zum Tisch und ich habe euch ja schon gezeigt, wie eine Rune funktioniert. Da haben wir sie. So, und wenn ich mich nicht irre, also leere Rune, schwarze Farbe, schwarze Rune. Punkt. Eine Feder haben wir mitgenommen. Das wird so an, glaube ich, so angeordnet. Da kommt dann die blaue Wolle hin. Dann andersrum. So. Okay, dann muss ich jetzt nochmal hier schnell gucken, warum. Ich habe nämlich, glaube ich, das Buch nicht mit. Doch. Ah, okay. Habe ich noch genug Leder? Also, das ist schon mal alles falsch. Das kommt dorthin. Dann brauche ich noch die zweite Rune. Zweite Rune. So, habe ich erstmal das, was ich nicht brauche, weg. Lass ich auch erstmal hier. Dies wollte ich ja gleich hier verbauen. Okay, auch schon. Okay. Ich habe kein Leder. So wie ich mich kenne. Ja, es wird langsam Zeit für ein System. Und haben wir noch Leder? Nein, hier habe ich kein Leder. Letzte Truhe, letztes Glück. Nein,
Kein Leder. Das heißt, wir machen jetzt hier Feierabend erstmal für heute. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Dann werden wir die Schuhe kräften. Wie man sieht, muss ich aber erstmal vorher Leder suchen gehen. Also ich habe ja, glaube ich, unterwegs Kühe gesehen. Da haue ich mir das Leder mal ein bisschen ab. Und ja, wir werden uns hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es heißt wieder Feed the Beast mit Rojo und viel Spaß und ciao.